Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird sich hier alles ändern. Und zwar nicht, weil wir irgendwas mit Gewalt ändern, sondern weil dieses Land gerade zusammenbricht. Wirtschaftlich zusammenbricht. Und ich möchte jetzt ein paar Zahlen. Die kann jeder nachlesen, die sind also nicht von mir ausgedacht. Zu der wirtschaftlichen, desaströsen Lage dieses Landes sagen. Das sage ich als Unternehmer, der mit sehr vielen anderen Unternehmern vernetzt ist. Deutschland hat sich vom Platz 6 der Industrienationen in 3 Jahren auf Platz 22 herunterentwickelt. In 3 Jahren von Platz 6 auf Platz 22. Und dieser Absturz, der geht ununterbrochen weiter. Und warum der weitergeht, das kann man ganz einfach daran ablesen, dass die Zahl der Investitionsprojekte in Deutschland seit 2017 um 35% gefallen ist. Zum Vergleich, um diese Zahl einzuordnen, es gibt nur noch ein Land, dem es auch schlecht geht, aber dem geht es nur halb so schlecht mit -18%. Das ist England, die mit dem Brexit kämpfen. Wie gesagt, -35% in der Investitionstätigkeit in Deutschland. Die Franzosen haben im gleichen Zeitraum um 20% zugelegt. Wenn wir das mal vergleichen und sagen, 2017 setzen wir Deutschland und Frankreich mal auf 100%, um die Zahl vergleichbar zu machen, dann sind wir jetzt bei 65% und die Franzosen bei 120%. Das sei ihnen gegönnt. Das heißt, wir haben in der Investitionsdynamik in Deutschland seit 2017 um Faktor 2 gegenüber den Franzosen nachgelassen. Und die Investitionstätigkeit ist eben genau das, was in den nächsten Jahren über unsere Zukunftsfähigkeit entscheidet. Habeck würde sagen, naja, der deutschen Wirtschaft geht es doch gut, bloß die Zahlen sind halt schlecht. Ne? Aber ansonsten, ja. Derweil steigt die Zahl der Insolvenzen auf einen nie gekannten Höchststand, 47% gegenüber dem Vorjahr. Zahl der Insolvenzen plus. Das sind immer noch 40% mehr als von der Vor-Corona-Zeit, der letzten 5 Jahre vor Corona. Da waren es 40% im Mittel. Und so ging im letzten Monat, und diese Zahl muss man sich mal vor Augen führen lassen, 34.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Deutschland verloren. 34.000 in einem einzigen Monat, während sich Habeck mit der speichelleckenden Presse vor die Kamera stellt und sagt, in Heide werden wir bei Northvolt mit 900 Millionen Euro in den nächsten Jahren 4.000 Arbeitsplätze schaffen. 4.000 Arbeitsplätze und in einem Monat fallen hier 34.000 weg. Herr Habeck, Sie sind ein völlig unfähiger Wirtschaftsminister. Aber ich würde bekannterweise mal dazu sagen, naja, die Fabriken sind ja nicht weg, sie arbeiten halt nur nicht mehr. Ne? Das hat er ja wirklich so gesagt. Ich werde das jetzt zu Ende bringen hier. Und das geht nämlich so weiter. Und zu diesen insolvenzbedingten Verlusten kommen nochmal die Arbeitsplätze hinzu, die dadurch wegfallen, dass die Betriebe ihre Tätigkeit anstellen und damit dem Habeck'schen neuen Wirtschaftswunder folgend nach unten ihre Arbeitsplätze abbauen. Und so wie bei Forvia. Forvia ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt unter dem Namen Faurecia. Das war, ist ein Laden, der ist ungefähr nicht ganz, aber fast so groß wie Bosch als Zulieferant. Und die haben 10.000 Plätze angekündigt abzubauen. Und als sie dann zur Rede gestellt wurden, hat der Vorstand gesagt, naja, wir bauen die ja nicht direkt ab, wir schmeißen die ja nicht raus. Wir stellen halt nur noch die Leute ein, die wir hier absolut brauchen. Und der Rest, ja, die stellen wir halt nicht mehr ein. Und so wird das fluktuationsbedingt abgebaut. 10.000. Und das hört sich nun mal so locker an. Habeck würde jetzt sagen, alles halb so schlimm, die Arbeitsplätze sind ja nicht weg, sie werden halt nur nicht mehr besetzt. Ne? Also früher war das so, da ging der Opa in Rente und der Enkel kriegt den Industriearbeitsplatz. Heute wird der Opa in Frührente geschickt und der Junge steht auf der Straße. Und so geht das halt nicht weiter. Und dazu kommen noch die Arbeitsplätze von den ganzen Handwerkern. Die Handwerker geben heute reihenweise auf, weil sie von dieser Bürokratie nicht mehr, das können sie nicht mehr ertragen. Wenn so ein Handwerker Samstag, Sonntag und vielleicht noch den halben Freitag da sitzt, um irgendwelchen Papierscheiß auszufüllen, dann schmeißt er irgendwann hin, das hat er nämlich gar nicht nötig. Und deswegen finden sie auch keine Nachfolger mehr im Handwerk. Und die großen Industrien, und da stehen um die 200.000 Arbeitsplätze auf der Kippe. Da stehen etwa 200.000 Arbeitsplätze auf der Kippe in der nächsten Zeit. Derweil haut die Industrie, die Großindustrie ab wie die Lemminge aus Deutschland. Die, was hatten wir jetzt hier, Vorwerk nach Frankreich, Stiel in die Schweiz, der Kettensägenhersteller, Miele nach Polen, BSF und VW nach China, Lenxess in die USA, nur mal einige Namen zu nennen. Und der Waldthyssen Krupp wird kurz vor dem Exitus noch filetiert und verkauft.
was wohl offensichtlich mit weiteren 10.000 Arbeitsplatzverlusten einhergeht. Bosch, ZF und jeden Tag ein anderes Unternehmen, was dieses Land verlässt. Und es gibt eigentlich nur sehr wenige CEOs, also Vorstandsvorsitzende, die das Maul aufmachen und sich dagegen wehren. Und einen, der meinen tiefen Respekt dafür hat, ist der Bruder Müller. Dr. Bruder Müller, der ehemalige Chef der BASF, hat neulich, nicht nur neulich, der hat Klartext geredet. Er hat gesagt, so geht das in diesem Land nicht weiter. Die BASF macht überall in der Welt Gewinne, außer in Deutschland. Der Standort Ludwigshafen macht aktuell 1,6 Milliarden Euro Verlust. Und nämlich der Gesamtkonzern durch die Standortprobleme nicht in Deutschland nicht in Schieflage komplett zu bringen. Die haben 5 ganz große Standorte, einer davon ist Ludwigshafen, das ist der größte. Aber die werden den Konzern nicht dadurch opfern, dass sie alles in den Abgrund reißen, nur um Ludwigshafen zu retten. Und dort werden im Augenblick 11 Betriebe zugemacht, unter anderem die TDI-Anlage, die ist erst vor 7, 8 Jahren unter technischen Schwierigkeiten mit sehr viel Engagement nach vorne getrieben worden. Die macht man jetzt wieder zu. Andere Dinge wie Adipinsäure, das sind ganz bekannte Chemikalien der BASF, die werden einfach zugemacht. Und derweil hat der Vorstand gesagt, wir müssen weitermachen, wir müssen noch eine Milliarde sparen. Und in Ludwigshafen geht das Gerücht um, dass von den 39.000 Arbeitsplätzen, die da aktuell sind, am Ende möglicherweise nur noch 1.000 übrig bleiben. Das heißt, wenn man noch dazu sieht, dass auf jeden Arbeitsplatz industriemäßig noch 2 bis 3 im Dienstleistungsbereich kommen, sind das 100.000 Arbeitsplätze, die in der Pfalz, wenn das so kommt, wegfallen werden und dann kann man wirklich alles zumachen. Und das ist ein Multiorganversagen, denn die BASF ist ein vernetzter Konzern, das Endprodukt, das Nebenprodukt des einen Betriebes, das Vorprodukt des anderen Betriebes. Und wenn dieses komplizierte System, das muss man sich vorstellen wie ein Organ, ja, wenn da irgendwo was zusammenbricht, dann bricht das ganz schnell alles zusammen. Und das bricht nicht nur in der BASF gerade mit ihrer komplexen Struktur zusammen, das bricht überall zusammen. Die Zulieferanten, die können zum Teil ihren industriellen Arbeitgebern wie Daimler-Benz nicht folgen, weil sie zu klein sind. Die brechen einfach zusammen und dann brechen diesen Leuten die Vorprodukte weg, die Zulieferteile. Daimler hat gerade erst mit 400 Millionen einen thüringischen Zulieferanten retten müssen, der über Nacht gesagt hat, wir können nicht, aber morgen gibt es unsere Teile nicht mehr. Dann wären keine Daimlers mehr vom Band gelaufen. Das heißt, das ist auch so eine Kettenreaktion, die hier zuschlagt. Und das Ganze wird in einem Multiorganversagen enden. Das wird ganz, ganz schnell und ganz schlagartig in diesem Land gehen. Das Einzige, was da noch dagegen gesteuert ist, ist der Aufbau der Beamtenposition. Weil der Staat weiß natürlich, wenn hier jetzt wirklich Hunderttausende von Arbeitsplätzen, so wie es ja im Augenblick ist, wegfallen, dann wird das Volk erst unruhig und dann aggressiv. Und deswegen hat man in den letzten Jahren 934.000 zusätzliche Beamte und Menschen im öffentlichen Dienst angestellt, die aus den Steuergeldern von den wenigen bezahlt werden müssen, die in der Industrie nun immer weniger werden. Nun, so geht es nicht weiter. Ich höre hier eine Minute noch. Lisa, ich danke dir, ich nehme es mal hin. Ich wollte noch was zum Einführung des digitalen Euros sagen. Einen einzigen Satz. Das Bargeld ist für uns Unternehmer lebenswichtig. Der Staat, der macht nämlich eins, der greift, wenn eine Schieflage eintritt, greift er rigoros auf die Konten zu. Die Krankenkasse macht sofort zu, die Steuerabgaben und so weiter wird sofort zugemacht. Und alle anderen Vermieter, Lieferanten gucken in die Röhre, die kippen dann nämlich auch. Und es ist oftmals wichtig, und das habe ich in meinem Dunstkreis beobachtet, dass wenn man noch ein paar tausend Euro irgendwo rumliegen hat, dass man irgendwie das Allerschlimmste auffangen kann, den allernörgelsten Zulieferanten noch gerade irgendwie wieder sagt, pass auf, es wird schon irgendwie wieder werden. Ja, denn sonst bricht das alles ganz, ganz schnell zusammen und man hat nicht mal was für seine Kinder zum Essen. Deswegen die Abschaffung des Bargelds, der digitale Euro. Kein Mensch braucht den digitalen Euro. Digital bezahlen kann man heute, sofort und das braucht man nicht auszuweiten. Aber der digitale Euro ist der Einstieg in die Abhängigkeit, in die Leibeigenschaft wie im Mittelalter. Und deswegen mein Aufruf, und das ist mein letzter Satz, die Jugend ist hier heute sehr viel stärker zu vertreten als in den letzten 2 Jahren. Das macht mir Mut. Die Jugend steht nämlich langsam auf, die kapiert, was hier läuft. Und dass das ihre Zukunft ist, die man euch stiehlt. Und deswegen müsst ihr mit uns allen Knackern zusammen für die Rechte in diesem Land kämpfen. Ich danke euch.